eine Band ist definitiv wie eine Beziehung zu einem Partner, ganz einfach. Ja, weil es ist ein Geben und Nehmen. Ja. Viele sind gar nicht die Aufwände, egal ob es jetzt ums Üben, Proben an sich geht, das funktioniert nicht. Mit zwei, dreimal sich zum Instrument setzen, meist der Superstar. Du arbeitest, du gibst alles, was du kannst, du lebst am Limit mit Geld. Ja, wenn wir das gerne machen würden, wenn uns das nicht was geben würde. Das verbindet einfach Menschen. Ja, eine gewisse Erfüllung einfach, dann würde ich das nicht machen. Ja. Ich würde mich gerne auch anders überraschen lassen, aber ich glaube, in unserem Feld ist das schon wichtig. Geld, das ist definitiv das Problem. Weil einfach zeigen, dass man die Band geil findet und dass man da wirklich auch dafür ist, dass die größer werden. Ja. Recht viel verdient man an der ganzen Geschichte eben leider nicht. Machen, machen, machen und nicht zu lange überlegen. Mit den anderen Fans geredet habe, wir werden nicht reich werden davon. Musik ist in den Augen von vielen Leuten, zumindest jetzt rein von der Platte oder vom Band her, nicht mehr viel wert. Wenn sie keine Leute haben, die sie kennen, dann sollte man eine Band unterstützen und ihnen nicht unbedingt, vielleicht sie irgendwelche Schulden und Unkosten stürzen. Es ist vielleicht etwas zu viel Konkurrenzdenken da. Heutzutage kann fast keine Band mehr ohne Facebook existieren. Diese Underground-Szene, so wie eigentlich alles, was Band und Fierce hat. Es ist wichtig, besonders auch für Live-Performance, dass man hinter dem steht, was man sagt und das genauso fühlt. Die wichtigsten Punkte für mich in einer Band sind Integrität und Ehrlichkeit. Zwei Wörter. Glauben und Respekt. Man will sich nicht mehr von anderen abhängig machen lassen. Wenn ihr die Leute live sehen wollt, dann müsst ihr die unterstützen. Unterstützt die Szene, sie lebt. Das ist das aller Wichtigste, finde ich persönlich, in der Musik, die wir machen, diesen ganzen Gossip-Scheiß bitte zur Seite zu legen. Weniger Bashing, mehr Liebe. Es muss natürlich sein, von der Band, für die Band. Kommt auf die Shows, kommt nicht auf unsere Shows, kommt auf alle Shows. Ich denke, das wäre mal ein guter Anfang. Schaut euch die ganzen Vorbilds einfach an, unterstützt die ganze Szene. Einfach die CDs oder die Downloads vornehmen. Kauft unsere CDs. Danke. Networked, ja, macht Sachen gemeinsam, tut sie zusammen, versucht sich gegeneinander zu agieren, sondern miteinander. Wenn ihr wirklich an was glaubt, seid bereit dafür Opfer zu bringen. Einfach zuhören. Der Rest ergibt sich von selbst. Vielleicht kauft ihr dann ein T-Shirt oder die CD. Das wäre schon die Welt. They are the enemy. 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 Ha 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 ha.